Hallo zusammen, hey Leute, willkommen zurück zu Jedi Survivor, die zweite Runde. Ich habe mich jetzt einfach mal entschieden, weil dieses Spiel einfach so eine mega gute, tiefgründige Atmosphäre hat, einfach mal während des Spiels die Kamera auszulassen. Letzten Part hatte ich sie ja die ganze Zeit an. Ich habe es mir danach selber nochmal angeguckt. Ich fand das selber so für die Szene ein bisschen störend, weil ich einfach kein Greenscreen verwende. Und dementsprechend passt das farblich halt überhaupt nicht zu diesem mega atmosphärischen Spiel. So, ich werde dann gegen Ende nochmal irgendwie zur Verabschiedung Kamera einblenden, aber sonst jetzt so im Spielverlauf auslassen. Ich denke, bei dem Spiel passt das einfach besser. Vielleicht werde ich irgendwann mal einen Greenscreen haben, aber solange das nicht der Fall ist, wird es auch so besser sein, denke ich. Gut, wir gucken direkt rein, wie es weitergeht mit Kel. Starten wir mal die zweite Session hier. Ich mache die Kamera mal kurz aus, so dürfte jetzt aus sein. Jo, genau, passt. Bin ja immer noch kein Profi hier, ne? Immer noch so alles ein bisschen neu. Und dann schauen wir mal. Wir sind hier unterwegs. Hoffentlich leiste ich meinen Beitrag. Du hast uns zum Senator gebracht. Gucken, wo es hingeht. Ist das so BD? So. Hier rüber. Oh, das war knapp. Aber es ist ein cooles Movement, das macht auf jeden Fall Spaß. Zack, nach oben. Na? Kerl, schön dich zu sehen. Hey, Bravo. Irgendwie läuft nie etwas nach Plan, oder? Wo bliebe sonst der Spaß? Wie macht sich der Neue? Ein bisschen geschwätzig, aber gut im Kampf. Ha, danke sehr. Gelbs hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen. Unser Team ist am Start hier. Hast du geklopft? Ah, cool. Hab gerade mit den Zwillingen gewettet, dass der Senator dich drinnen ausgestopft hat. Dann will ich einen Anteil. Hey, Kel, wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid, Gabs, sie gehört nicht mir. Wie lautet der Plan? Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator hat Militärinfos auf seinem persönlichen Terminal an Bord. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstimmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Ziehen wir es durch. Unser kleiner Druide auch wieder dabei hier. So, können wir da rüber? Nee. Oh, oder so geht's natürlich auch. Wenn ihr das hier schön umschubsen für uns, ne? So, hier können wir LT. Ja, dieser Enterhaken ist natürlich sehr praktisch. Damit können wir natürlich einiges erreichen hier. So, und jump. Ich denke, das kriege ich hin. So. Ja, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Da machen wir uns keine Sorgen. Aber das muss ganz schön wehtun, hier in diesen Streben zu klettern mit seinen Fingern, ne? So. Zack. Streben weg, Gabs. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Bin dabei. Gut, ihr seid wach. Was machen sie? Ich sehe nichts. Oh Gott. Warte. Dieser Lüftungsschacht brennt dich durch, wenn du ihm zu nahe kommst. Ah, okay. Das ist eine Flotte. Da geht's ziemlich weit runter. Sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Carida, habt ihr den Arsch gerettet? Du schuldest mir ein Schiff. Schnell vorbei. Hier können wir wieder hoch. Okay. Ah, das funktioniert alles sehr gut. Nicht übel, Kerl. Spring rüber. Wir ziehen sie runter. Ich bin drauf, Cat. Zwillinge, die Yacht gehört euch. Ich wollte da hoch.
Wieso lässt er mich da nicht hoch? Und jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit, euch zu zeigen. Jetzt erst, okay. Komm, Kleiner, du machst das. Hack die mal. Wir sollten uns dem Senator noch mal vorstellen. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen heiser heute. Sorry dafür. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Wir haben extreme Wetterschwankungen hier bei uns im Moment. Heiß, kalt. Ein Tag 20 Grad, jetzt am nächsten Tag irgendwie gefühlt nur noch 2. Spielt alles verrückt. Welche Jedi-Wachen? Er hat doch gar keine. Ich wusste, wir hatten noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminal-Code. Das wäre mein Todesurteil. Aber er ist doch ein Sith. Also zumindest sieht er von den Augen her so aus. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Du kannst uns vertrauen. Wir sind hier alle Freunde. Entsperre es. Wir sind hier alle Freunde. Ich kann euch vertrauen. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Aber Vertrauen hat funktioniert in dem Fall. So. Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Ich weiß nicht, er sieht für mich wie ein Cis aus, aber anscheinend ist er keiner. Von den Augen her, die sind so dunkelrot unterlaufen. Das ist doch eigentlich eher beim Cis der Fall. Also würde ich jetzt sagen, so vom Gefühl her. Sie sind überall. Mein Gefühl anscheinend falsch hier in dem Fall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Utapau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Utapau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben Sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Na gut, es wird wohl an seinem Volk liegen, ne? Dass er so aussieht. Anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Nein, Senator. Eines Tages, wenn Ihre Kinder das hier sehen, werden Sie wissen, dass die Jedi für Sie gekämpft haben. Wie enttäuschend naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Wie wir auch aussehen, wie so ein Hinterwäldler mit unserem Outfit. Aber ich mag das irgendwie. Gucken, was wir noch so für coole Sachen freischalten können. Ich hätte gern so einen richtig geilen Jedi-Mantel. So einen richtig... wie Qui-Gon Jinn oder so. Sie haben Glück, Senator. Sie haben einen Termin mit Saw Gerrera. Er steht hier über den Senat, auch bekannt als der imperiale Senat, ist das Vertretungsorgan des Imperiums und eins der Republik. Seit dem Übergang zum Imperium wurde die Macht des Senats zunehmend beschnitten. Und heute versuchen viele Senatoren durch Korruption ihre verlorene politische Macht wiederherzustellen. Ja. Oh, darüber weiß ich nichts. Ja, es läuft alles nicht mehr so, wie der Imperator sich das mal vorgestellt hat. Selbst seine eigenen Leute. Die Klonkriege. Ja, ich gehe einfach mal von aus, die Leute, die Star Wars kennen, kennen das hier auch. Das lese ich jetzt hier nicht alles einzeln vor. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Kritik. Wow, okay, ganz ruhig, Leute. Was kommt da? Soldaten? Wo wart
ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wurde ich auch. Oh. Ein fliegendes Lichtschwert. Inquisitoren. Sie wurden erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das eine weibliche Stimme ist. Im ersten Moment. Los, Feuer frei! Die Stimme passt das überhaupt nicht. Denk, Ferrick, eine Inquisitorin! Oh nein! Sie ist auch angeschossen worden. Nein! Das war doch eben aber in die Schulter. Oha, wir werden böse. Verfall nicht der dunklen Seite, Kel. Kein Zorn, kein Hass. Goku ihn das hingetrieben hat. Einmal die Gedanken von Rache und Hass und schon geht hier alles schief. Schlechtes Karma direkt. Wir müssen zur Mantis. So. Die Zwillinge. Nicht cool. Wir müssen weiter. Aber man hat seinen Blick gesehen, ne? Also er ist hier wirklich... Zack. Jagen uns, Kumpel. Wir müssen ihn einen Schritt voraus auf markierte Wand springen, um einen Wandsprung auszuführen. Okay. Okay, wir können also einfach die Wand hoch. Cool. Haben wir einen Fähigkeitenpunkt? Nein. Und weiter geht's. Warum wir das eben nicht konnten, frage ich mich wirklich. Aktiviere Sicherheitsprotokolle. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Wow, ja. Stimmt, wir spielen auf Schwierigkeitsgrad Jedi Großmeister. Oha. Also da müssen wir besser blocken. Das ist hier wohl ganz wichtig. Wir spielen hier auf der höchsten Stufe. Ah. Stimbehälter. Den können wir gebrauchen. Nice. Ein dauerhaftes Leben mehr. Jetzt haben wir drei. Ja, die haben sich schon einfach sehr stark an Dark Souls angelehnt. Quasi kopiert. Wenn man so will. Wo müssen wir denn lang? Da oben müssen wir hin. Hier sind wir. Da können wir irgendwie hoch, ne? Mhm. Und da sind wir hergekommen. Da müssen wir hier wohl weiter. Na, hier, ne? Ja, ich glaube schon. Wisst ihr, mit meiner Orientierung ist das immer so eine Sache. So, jetzt haben wir einen Fähigkeitspunkt. Dann gehen wir nochmal zurück, den geben wir jetzt nochmal aus. Den geben wir schnell hier nochmal aus, das nehmen wir jetzt mit. Lass uns hier eine Pause machen. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn in Ruhe hier? Fähigkeiten. Überleben. Da können wir eigentlich nur unsere maximale Gesundheit aktuell erhöhen. Das will ich aber gar nicht. Ich will erstmal unsere Machtkräfte erhöhen. Was hätten wir hier? Am Ende der Doppelklingenangriffskette zusätzliche Angriffe hinzuzufügen. Nö.
LB, drücke X, um vorzustoßen, während du das Lichtschwert kreisförmig bewegst. Talent anzeigen. Ach so, wie da, Small. Dieser Doppelschwertsprung. Was haben wir hier? Verbesserte Beinarbeit. Ausfallender Schlag reicht jetzt weiter. Zweifache Reflexion. Kurz vor dem Konter LB, um bis zu zwei Blasterprojektile hintereinander zurückzuwerfen. Abwehrstoß. Mhm. Also das klingt natürlich cool, mit bis zu zwei Blasterstößen gleichzeitig. Ja. Das hier haben wir noch nicht. Die Schwerter, die können wir noch nicht machen, aber Kells maximale Macht erhöhen. Um nahe Gruppen heranzuziehen. Finde ich auch ziemlich gut. Paradeschub, verheerender Schub. Wir erhöhen erstmal unsere Macht. Mhm. Also nicht die Macht, sondern diese Machtfähigkeit hier, um die Gegner ranzuziehen. So. Okay, hier geht's weiter. Ich frage mich, ist jetzt der Große hier wieder da? Würde ihn gerne nochmal legen. Nö. Der ist nicht nochmal da, okay. Zählt also nicht zu den Gegnern, die resettet werden. Hier wieder den Greifhaken. Die sind auch nicht neu gekommen. Wir haben auch nicht Ruhen gemacht, ne? Wenn wir ausgeruht hätten, dann wäre das der Fall gewesen wahrscheinlich. Wenn wir Fähigkeiten upgraden, dann geht es wahrscheinlich auch so. Dieser Weg ist versperrt. Mhm. Los, wir kommen später wieder. Ich werde der neunten Schwester deinen Kopf bringen. Ah. Hör auf wegzurennen. Hör auf wegzurennen. So, das war ein perfekter Konter, mein Lieber. Ich werde dir beim Verbluten zusehen. Ich wollte hier den Willen des Imperators. Ich glaube, hier sind wir mit dem Schwert besser bedient. Dafür bezahlst du. Oh, was hat er denn da? Das ist ja mal leicht buggy. Wow. Jetzt bitte. Oha. Ich werde mich leiden lassen. Oh, ich sehe Abschaum. Gar nicht so einfach, das Timing richtig zu machen. Wow. Hier oben. Der ist echt schwer. Verräter. Jetzt haben wir ihn. Oh, ja, ganz schön hoher Schwierigkeitsgrad, ne? Aber macht auch mehr Spaß so. Und sonst ist das ja auch alles ein bisschen langweilig. Okay, hier geht's weiter. Gucken wir mal, wo wir hier genau hinkommen, ne? Können hier... Ist das Fleisch? Ich finde das cool, dass wir das hier alles so zerschneiden können. Wow. Aber es ist, glaube ich, geskriptet, ne? Es wird immer gleich geschnitten. Ja. Okay, den hätten wir ja auch mal eben machen können. Was haben wir hier Schönes? Maximale Macht erhöht, eine Machtessenz. Cool. So was können wir also auch finden. So, wir sind jetzt hier unten. Müssen also hier irgendwie weiter dann, ne? Hier geht's rum. Ne, hier kommen wir ja her. Hier durch. Er ist irgendwo hier drin. Wir finden ihn. Halt dich bereit. Und man kann das ziemlich leicht übersehen, diese Lücken. Also das... So, halte RB gedrückt und drücke B, um einen Gegner vorübergehend zu verwirren, damit er seine
Verbündeten bekämpft. Okay. RB und dann B. Beschütze mich. Er ist erledigt. Ich werde eine Lücke finden. Das war der Falsche. Du bist schnell, schön für dich. Sia hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so. Wir können uns auch nicht mehr heilen. Verwirren. RB und B gedrückt drücken. Überall Truppler. Wir müssen vorsichtig sein, Kumpel. Ja, man muss erst noch mal so ein bisschen reinkommen, ne? Was war da? Ah, okay. Okay, den haben wir. Den haben wir auch. Jetzt ist unsere Machtkraft leer. Oh, ich frage mich, wie sich der auflädt. Jetzt sind wir gleich weg. Oha. Na? So, den haben wir. Okay. Also ich habe so ein Gefühl, als wenn wir jetzt hier gleich drauf gehen. Jo. Ah, da war noch jemand. Ja, das ist halt der höchste Schwierigkeitsgrad. Okay, nochmal. Diesmal kriegen wir es hin. Ich weiß halt immer noch nicht, wie wir unsere Macht so richtig wieder aufladen. Jetzt müssen wir ihn hier nochmal bekämpfen. Okay, jetzt haben wir ihn hier. Ah, jetzt hat er uns ja einmal erwischt. So, jetzt haben wir den. Lief schon besser als beim ersten Mal. Gute Rettungsaktion. Okay, hier rum die Macht holen, dass wir das auch dann noch. Ne, die haben wir jetzt schon, ne? Okay. Ich weiß halt nicht, wie wir schleichen können und ob wir überhaupt schleichen können. Wer da? Komm und kämpf mit uns. Zack. So. Nein. Wow. Und er hält wieder mehr aus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht gut gelaufen.
Gut, dann machen wir es nochmal. Na, soll ja auch nicht zu einfach sein, das Ganze, ne? So. Den weg. Hier war zu. Jetzt haben wir hier ihn nochmal. Ja, ich werde auch keinen Fehler machen. Seine Reichweite ist auch ganz schön krass. Hm, komm mal her. Aber ist cool gemacht. Wirkt sehr realistisch. Hier lang. Kurz hier durchsneaken. Ja, haben sie sehr filmreif gemacht, die Kämpfe. Jetzt kommen die beiden hier direkt. Okay, weiter. Aber diesmal gucken wir, dass wir hier direkt... ...möglichst schnell die Leute hier irgendwie weghauen. Ich auch nicht, dass ihr kommt. So. So, tschüss. So, wo sind die anderen hier? Das ist ein blöder Suchtdruide. Komm doch her, wir nehmen erstmal einen Heiltrank nehmen. Die fliegen hier durch das Schild, das bringt uns nichts. Können wir hier oben rum? Ja. Sehr schön. Und das hat funktioniert. Ja, wir müssen immer so ein bisschen gucken, dass wir taktischer vorgehen. Und mehr unsere Kräfte benutzen. Ich hätte ja auch den einen übernehmen können, ne? Wie war das noch? LB? Ne, hier. RB und dann B, ne? Das war hier Übernahme. Erstmal zwischenspeichern. Meditieren. Ausruhen. Fähigkeiten. Machtkräfte. Wir haben gar keinen Fähigkeitenpunkt. Okay, schade. Gehen wir. Dann gehen wir eben ohne weiter, ne? Kein Problem. Und dann halt ohne Fähigkeitenpunkt. Wo geht's denn hier unten noch weiter? Okay. Sie wollen mich, sie kriegen mich. Doch eben schon viel mehr ausgeschaltet. Also wenn das jetzt so das Problem wäre. Ich meine. Ja, kannst du es gerne mitnehmen. Ich nehme die Inquisitorin, halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Der gute Kerl. Jawohl. Nach oben. Wir müssen sie ausschalten. Wo sollen wir hin?
Sollen wir diese Schiffe zerstören, oder? Gerade so ein bisschen kein Plan, was er von uns will. Wir laufen hier einfach weiter. Nö. Was sollen wir denn hier machen? Ach so, wir können uns hier an die Schiffe randingsen. Das hat nicht so gut funktioniert, Kel. Das hat bestimmt ganz schön wehgetan, da oben runter zu fallen. Oha, da kommt der die Inquisitorin. Entschuldigung. Ich kann das nicht jetzt nehmen. Neunte Schwester. Okay, sie wirft direkt ihr Schwert. Ja, ich kann auch unser Schwert werfen. Okay. Okay. Kann ich sie nicht parieren? Eigentlich habe ich immer genau pariert, aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Da kommt kein Effekt, wenn man sie pariert. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechenbar. Nicht, dass wir noch böse werden. Wir haben kaum Leben. Oh nö. Okay, also das Parieren bringt gegen sie gefühlt gar nichts. Jetzt müssen wir hier die Leute nochmal machen. So. Und weg. Da kommen wir her, ne? Wir müssen hier. Nee. Wo müssen wir lang? Hier? Und wo sind wir hier jetzt? Ach, da ist sie direkt, okay. Wir liegen unser Leben wieder. Vor allen Dingen, das geht noch hinterher, vor allen Dingen. Wow. Also das Zeitfenster ist echt. Jetzt, ah, das hat geklappt. Nice. Okay, das Zeitfenster ist super klein. Super klein auf dem Schwierigkeitsgrad. Aber du trägst schwere Wunden in dir. Aber es hat hingehauen. Du
Gut. Schuld für die Narren, die du in den Tod muss man ja auch erstmal gucken, ne? Das macht dich so, so berechenbar. Ja, ist ja gut. Du bist auch berechenbar. Jetzt machst du hier gleich wieder deinen komischen Machtschubgriff. Das läuft schon deutlich besser. Und mit dem Wurf, den kann ich auch arbeiten. Wieder weg. Sehr schön. Sehr schön pariert. Und jetzt haben wir sie. Nice gemacht, der Kampf. Jetzt haben wir zwei Schwerter, okay. Zwei Schwerter Kampfstil erhalten, nice. Kel kann jetzt im Kampf den Zwei-Schwerter-Kampfstil einsetzen. Der Zwei-Schwerter-Kampfstil ermöglicht schnelle Angriffe und eine verbesserte Machtparade, bietet aber weniger Ausdauer. Wie funktioniert denn eine Machtparade überhaupt, ist die Frage, ne? Bist du sicher, dass du damit umgehen kannst? Oh, wir sind weg. Ich habe irgendwie noch nicht gelesen, wie die Machtparade geht. Also wir heilen es da ja nachher eh. Ich muss einmal kurz gucken bei Fähigkeiten. Wie geht denn die Machtparade? Steht das hier irgendwo? Macht. Schub, Magnet, reißender Magnet, verwirren, Gedankentrick, RB. Präzisionsausweiche, verlangsamen. Steht nichts von Machtparade. Ne. Halten, blocken. Ne. Na, finden wir schon noch irgendwie raus. Huch. Hier runter, ne? Und das finden wir noch raus. Und dann wird es auch. So, neunte Schwester, komm her. Diesmal holen wir dich. Oh. Dein Tod wird mich zur Legende machen. Autsch. Deine letzten Atemzüge. Können wir das abusen hier? Jo, jetzt sind wir nämlich wieder geheilt. Oha. Es heilt auch kaum was, ne? Okay. Diesmal habe ich nicht so gut pariert. Das Fenster ist echt so klein. Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das.
Das haben wir uns ja schon ein paar Mal angehört. Ich weiß halt nicht, wie wir die Macht parieren können. Wow. Den haben wir pariert. Und wir sind wieder tot. Wow. Die Runde davor war besser. Ja, die Runde davor war deutlich besser. Vielleicht müssen wir sie mit ihrem eigenen Lichtschwert besiegen. Wir versuchen es mal so. Es geht deutlich besser. So, da haben wir sie getroffen. Rechenbar. Okay. Jetzt macht sie hier ja. Du solltest deine Chance nutzen. Komm schon. Einmal Ratte, immer Ratte. Hör auf, wegzulaufen, Kessel. Oha, jetzt sind wir fast wieder weg hier. Oh was, ich hab doch geblockt. Einfach durch den Block durchgeflogen, ey. Boah, ist ganz schön schwer. Die. Nicer Finisher. Aber ist ganz schön schwer auf der Stufe. Doch, das gefällt mir sehr gut. Ich mag das überhaupt nicht, wenn es so einfach ist. Ist genau richtig so. Schön herausfordernd, dass es sich auch nach einem richtigen Sieg anfühlt, ne, wenn man den Boss besiegt hat. Nicht, dass man hier einfach so durchrennt und denkt so, ah, was war das denn? Es wird Zeit zu sterben, Brackerratte. Unglaublich. Das ging nicht mal durch die Augen. Nichts mit uns hier. So ist das nämlich. So läuft das, meine Liebe. So läuft das. Warum denn nicht? Ich will dich aber wegstoßen. Komm, bleib doch mal stehen hier. Ja, Schwester. Wow. Das war aber toll. Oh, jetzt können wir uns hier aber noch mal heilen. Komm her. Hier kannst du nicht ausweichen an der Wand. Entspann dich. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Komm ab ins Feuer mit dir hier. Du bist schwach.
So. Oha. Also, so weit waren wir ja schon mal gekommen. Und wir auf mit dem Modus hier. Ich hab doch geblockt. Warum? Ich hab doch geblockt. So, wir haben keine Zeit für dich jetzt hier. Komm, geh weg, du Stück Dreck. So. Jetzt werden hier aber mal andere Seiten aufgezogen. Schluss mit lustig. Schwesterchen. Schluss mit lustig. Wir haben da jetzt keine Lust mehr für sowas hier. Gott, ey. Rechenbar. Jetzt bin ich dran. Das ist für mich. Zu langsam. Du hast deine Freunde enttäuscht. Jetzt wirst du dich selbst enttäuschen. Das war doch von hinten. Was soll das denn? Kommt jetzt, Hilfe! Nein, nein, kleine Ratte! Es ist vorbei, Captain! Einmal Ratte, immer Ratte! Ist echt schwer. Ich hab den geblockt. Und wieder tot. Das gibt's doch nicht. Ich hätte nicht erwartet, dass das dann wirklich so schwer ist. Aber das schaffen wir. So. Gucken, ob wir den noch schaffen heute, den Boss. Wie viele Stunden wir da jetzt noch dran sitzen. Also so, das sparen wir uns auf jeden Fall auf. Ich hab doch pariert und geblockt. Gottes Willen. Mach dich bereit, Captain. Hierher bin ich. Okay, das haben wir. Rechenbar. Aber dann mal in die dritte Phase zu kommen, ne? Das ist. Ich weiß halt nicht, wie wir das dagegen irgendwie machen können. Das können wir auch nicht parieren. Also man kann das nicht parieren. Es ist auch nicht wie bei Dark Souls oder so, dass man hier gut sieht, von wo oder genau wann man getroffen wird. Das ist total hier schlecht einzuschätzen. Wann der Schlag ankommt. Wirst du dich selbst enttäuschen?
Und man kann hier auch gegen diese Machtdings nichts machen. Man kann gegen den Machtdings nichts machen. Ich muss jetzt einmal nachgucken, wie man eine Machtparade macht. Ich weiß es nicht. Das steht nirgendwo. Na gut, wir versuchen es direkt nochmal. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte mich nicht hinsetzen. So. Ja, mal gucken, wenn das zu lange dauert, dann werde ich das nachher rausschneiden und dann nur den finalen Kill einblenden hier. Oh, jetzt habe ich hier direkt. Mhm. Na komm. Vielleicht muss ich mehr ausweichen auch. Ich versuche aber lieber zu parieren. Ich weiß auch nicht. Parieren ist besser. Hast du mich denn da getroffen? Ich war doch nicht mal in der Nähe. Oh Gottes Willen. Ja, das ist richtig schwer. Ich sag's euch, Leute, das ist so schwer. Ich hab das doch pariert. Jetzt hör aber auf, du. Ich hab das pariert. Vielleicht muss ich die auch ausweichen. Vielleicht kann ich die Roten gar nicht parieren. Ich kenne halt diese Mechaniken noch nicht so wirklich, ne? So. Jetzt zieht sie mich hier gleich ran. Jetzt sind wir gleich weg hier. Die normalen Sachen kann ich parieren, die roten nicht. Ich glaube, die roten kann ich nicht parieren. Die roten kann ich nicht parieren. Guck, hier geht es super easy. Aber sie hat total das weirde Angriffsmuster. Ich glaube, diese roten Angriffe sind nicht parierbar. Die muss man ausweichen.
Die muss man ausweichen. So, nochmal. Wir schaffen die noch. Du hast deine Freunde enttäuschen. Bisschen Hilfe, Kuppel. Das fühlt sich auf jeden Fall sehr schön wuchtig an. Jetzt haben wir das. Okay, man muss ganz anders hier spielen. Man kann das hier auch gar nicht mit Dark Souls oder so vergleichen. Ganz andere Art zu spielen. Jetzt zieht sie uns ran und macht den Schlag von oben. Schnell, aber von der Seite. Jetzt macht sie wieder so ein. Wo sind unsere Leben hier? Den kann man nicht parieren, den müssen wir ausweichen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Jetzt sind wir im letzten Part. Jetzt haben wir hier die Doppellichtschwerter. Jetzt konzentrieren. Jetzt macht sie das wieder. Oha, sie macht so viel Schaden. Wir haben sie aber fast. Schießt sie uns wieder weg. Dann müssen wir parieren. Aber wir haben es fast. Jetzt macht sie wieder das. Halte Y, der Zwei-Schwerter-Stil ausgewählt ist, um die meisten Angriffe einschließlich Projektile automatisch zu parieren. Erfordert Macht. Okay. Das ist neu. Cool. Gut zu wissen. Jetzt haben wir sie endlich. Du warst ein Jedi-Ritter. Und jetzt haben wir sie endlich. Boah, aber das war ganz schön schwer. Aber wir haben sie. Mein Name lautete Massana Tide. Oder nicht? Es ist Zeit, dich zu befreien. Ich glaube, wir haben hier den Kopf abgetrennt. Wir haben hier die Doppelklinge und den Einschwerter-Stil. Das ist ja bessere Verteidigung. Das ist ausgewogener. Kampfstil wechseln.
Mhm. Ja, cool, wir haben es geschafft. BD hackt das einmal. Das heißt, wenn wir zwei Schwerter haben, können wir einfach Y gedrückt halten und dann pariert er alles. Okay. Hier können wir meditieren. Aber dafür haben wir doch jetzt einen Machtpunkt, einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir wechseln die Doppelklinge zu dem Stil hier. Was hat der denn für Unterschied? Ah, sieht man auch. Geschwindigkeit extrem hoch. Reichweite noch niedriger. Okay. Bisschen kürzere. Klingt, wundert mich, warum die Reichweite dann niedriger sein. Verteidigung sehr niedrig. Ne? Dafür Stärke noch ein Stück höher. Ja. Ein rein offensiver Kampfeinsatz. Überwältige Gegner mit einem Schlagwirbel. Drücke LB, um Angriffe abzubrechen. Ist ziemlich gut. Ja, weil dann können wir mit LB, was ja auch blocken ist, unsere Angriffe quasi abbrechen und dann direkt kontern. Also ein sehr guter Kampfstil. Hochgradig mobiler, energiegeladener Kampfansatz. Im besten geeignet für den Kampf gegen mehrere Gegner auf einmal, ja. Klassisch ausgewogener Kampfeinsatz, verlässlich in allen Situationen. Und wir nehmen aber die jetzt hier mit. Wir können nur zwei Stile nutzen. Hier hätten wir den einen Punkt gar nicht hier verwenden brauchen, wa? Frag mich, was dann hier diese fehlenden Punkte noch sind, die noch gesperrt sind. Was das wohl für Schwerter sind? Vielleicht Kylo Ren Schwert oder so? Wir werden sehen. So, Abstandshieb. Halte LB gedrückt und drücke dann X, um anzugreifen und nach hinten zu springen, um Distanz zum Ziel zu schaffen. Ja. Brauchen wir das jetzt? Was haben wir hier zur Auswahl? Ne? Das ist hier verbesserte Beinarbeit. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Einklang mit der Macht, maximale Macht erhöhen. Was haben wir hier? Radialschub oder Zwillingsmagnet? Mit Magnet hältst, drücke Y, um ein zweites Ziel heranzuziehen und zu halten. Ja. Drücke RT und Y, um Schub einem weiteren Bereich einzusetzen, sodass mehrere Gegner ins Wanken geraten. Okay. Ist auch nicht schlecht. Verwirrung können wir jetzt hier auch noch verbessern. Verlängert die Zeit, in der Gegner andere Gegner angreifen, wenn sie verwirrt sind. Na, ich denke, wir erhöhen einfach erstmal unsere Jedi-Macht hier. Oder? Ach Quatsch. Ich glaube, ich nehme doch lieber den. Kann mich immer so schwer entscheiden, ne? Aber ich glaube, ich nehme doch lieber hier den Abstandshieb. Den Zwei-Schwerter-Stil. Okay. Cool. Ich würde sagen, das ist doch ganz gut gelaufen. So. Alles klar. Ja, ich würde sagen, wir machen hier die Folge zu Ende. Wir haben den ersten Boss geschafft, endlich. Hat ganz schön gedauert hier. Aber wir sind standhaft geblieben, haben ihn besiegt. Und ja, wir gucken einfach in der nächsten Folge wieder rein. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.